muss sie woanders getötet haben. Genau wie die letzte. Und? Naja, Spuren ohne Ende. Aber garantiert nichts, was wir den Täter zuordnen können. Ey, da sind wir noch nicht fertig. Bleib gefälligst in der Absperrung. Hallo, hier sind gerade ein paar Kids mit Paintball-Waffen durchgetobt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich Farbe in die Schuhe kriege. Das ist der zweite Fall mit demselben Tatmuster. Beide Opfer sind Prostituierte. Beide wurden mit mehr als 20 Messerstichen getötet. In beiden Fällen hat der Täter weder die Tatwaffe noch sonst irgendwelche brauchbaren Spuren am Tatort hinterlassen. Außerdem hat er seine Opfer jeweils eine Woche gefangen gehalten, bevor er sie umgebracht hat. Dina? Er hat sie misshandelt, aber zu sexuellen Handlungen ist es nicht gekommen. Allerdings gibt es dem ersten Anschein nach auch beim zweiten Opfer Petechien um die Augen und Anhaftungen von Polyethylen im Gesicht, was darauf schließen lässt, dass er ihnen eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hat und sie mehrfach beinahe erstickt hat. Die Art, wie die Frauen misshandelt und getötet wurden, lässt auf starke Emotionen beim Täter schließen. Die Art allerdings, wie er die Leichen am Fundort abgelegt hat, das hat eher was Rituelles. Was möglicherweise die wahren Hintergründe der Tat verschleiern soll. Was ich hier nicht hören will und was ich auch in keiner Zeitung lesen will, das ist das Wort Serientäter. Hier hat jemand zwei Frauen umgebracht. Und wir gehen erstmal davon aus, dass er nachvollziehbare Gründe hatte, die uns am Ende zum Täter führen. Theorien über Rituale, die bringen uns nicht weiter. Die verstellen uns nur den Blick auf das Wesentliche. Tja, dann. Und wenn es doch ein Muster gibt? Irgendwas war an diesen Tatorten? Ich weiß, Sie träumen davon, irgendwann Fallanalytikerin zu werden. Aber glauben Sie mir, das Letzte, was wir jetzt brauchen, das sind Spekulationen über das Profil des Täters. Wenn wir ihn haben, dann können Sie ihn gerne über seine Motive befragen. Übersehen. Irgendwas Wesentliches. Kennst du das, wenn man das Gefühl hat, irgendwas schon mal erlebt zu haben? Das geht mir dauernd so. Mein ganzes Leben ist eine einzige Scheißwiederholung. Ihr müsst das irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich bin froh, wenn die Scheidung endlich durch ist. Weißt du, was er zu den Kindern gesagt hat? Nein, erzähl's mir nicht. Ich muss mit euch beiden arbeiten und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann lasst euch versetzen. Du bist meine Freundin. Wenn ich mit dir nicht drüber reden kann, mit wem dann? Irgendwas stimmt da nicht. Ich dachte, du schläfst schon. Ich hab gedacht, wenn du noch arbeitest. Hast was Leckeres getrunken. Tut mir leid. Ich brauchte noch einen Absacker mit den Kollegen. Muss ich da nicht entschuldigen. Das ist mir einen Gefallen getan. Bis vor 10 Minuten habe ich gedacht, Deutscharbeiten von präpotenten Schülern zu korrigieren, sei die schlimmste Arbeit, die man sich vorstellen kann. Jetzt weiß ich es besser. Du solltest aufhören mit der Schule und schreiben. Solltest du immer. Du hast immer gesagt, irgendwann steigst du aus und machst das. Ich gehe ins Bett. Ich tu noch ein bisschen was. Hier gibt's irgendein Muster. Ich spüre das. Kannst du noch nicht finden.
Vielleicht bist du zu dicht dran. Wie meinst du das? Manchmal verstellen einem die Details den Blick fürs Ganze. Wie bei diesen pointillistischen Bildern, die man nur mit Abstand richtig sieht. Für den Tipp. Das war goldrichtig. Wenn ich gewusst hätte, dass ich dich damit ins Bett kriege, hätte ich längst versucht, dich mit meinem Kunstverstand zu beeindrucken. Ich muss noch telefonieren. Was jetzt noch? Leider. Ich kann auch noch mit frappierenden Erkenntnissen zum Expressionismus aufwarten. Guten Abend. Entschuldigen Sie bitte die späte Störung. Mein Name ist Karin Meister. Sie werden sich wahrscheinlich nicht an mich erinnern. Ich hieß früher Gerber und Sie haben mich unterrichtet. Haben Sie eine Ahnung, wie viel Uhr es ist? Ja, Entschuldigung, es tut mir leid. Ich arbeite in der Abteilung Kapitalverbrechen im LKA Hamburg. Und wir haben einen aktuellen Fall. Also, falls Ihnen das noch keiner gesagt hat. Ich bin zwar noch nicht pensioniert, aber ich unterrichte nur noch. Und auch das in letzter Zeit eher selten. Es handelt sich um einen Serientäter. Haben Sie mich nicht verstanden? Er tötet junge Prostituierte und er hat ihre Sachen und die Opfer selbst in Form von Kreuzen angeordnet. Hallo? Sind Sie noch dran? Sind Sie sicher? Ja. Sogar Dinge am Leichenfundort, die gar nichts mit der Tat zu tun haben, hat er genau auf diese Art und Weise geordnet. Ich bin morgen früh um 9 bei Ihnen im Büro. Was soll der Scheiß? Das ist hier ein Wohngebiet. Ich will keinen Ärger mit Bullen. Außerdem mache ich es nicht mit Freiern, die besoffen sind. Glaub ja nicht, dass du es deshalb umsonst kriegst.
Sie haben recht. Eindeutig derselbe Täter wie im Fall Bongert. Woher kennen Sie den Fall? Wir haben damals alle Details aus der Presse rausgehalten. Die Daten sind im System. Und ich verfolge alle Ihre Fälle. Ah, ein Fan. Wie schön. Tja, da haben Sie einen Treffer gelandet. Aber Freunde werden Sie sich damit keine machen. Und wie sieht's aus? Wahrscheinlich wird eine Soko gebildet, mit Denning als Leiter. Und ich bin drin. Was ist mit mir? Komm, da muss Peter reinbringen. Die Scheidung macht mich fertig. Ich brauche was, was mich ablenkt. Ich versuch's, okay? Hallo, Hans. Hallo, Markus. Jetzt klar, dass du hier nicht zuständig bist. Ich habe gerade mit dem Polizeidirektor gesprochen. Ich soll die Leitung der Soko übernehmen. Wie nett, dass ich das von dir erfahre. Aber in dem Fall bist du trotzdem mir unterstellt. Also, egal, was ihr da gefunden habt und was du dem Polizeidirektor eingeredet hast, der Fall Bongert ist abgeschlossen. Und ich will hier nichts anderes hören. Bongert wurde überführt. Und er hat die Morde gestanden. Und hat sich danach aufgehängt. Wie praktisch. Und wie es aussieht, ist er jetzt von den Toten auferstanden und mordet weiter. Sag mal, fällt dir das so schwer, das zuzugeben? Ich habe damals recht gehabt und die Kollegen nicht. So einfach ist das. Ihr wollt das unter den Teppich kehren, das ist mir schon klar. Ihr wollt keine schlechte Presse, aber das ist mir scheißegal. Wenn ich hier einsteige, wird die Akte Bongert wieder aufgemacht. Frage. Ja, was Sie da vorhin über Iago gesagt haben. Ja? Kann es sein, dass er nicht nur sauer auf Cassio und Othello war, wenn man ihn wegen der Beförderung übergangen hat? Weshalb denn sonst? Na, vielleicht war er einfach selber scharf auf Desdemona. Das ist eine nette Idee, aber ich sehe dafür keinen Anhaltspunkt im Stück. Aber möglich wäre es doch, oder? Ich meine, bei den Kerlen geht es doch immer nur um Sex, oder? Shakespeares Helden haben fast alle ein gestörtes Selbstwertgefühl und wollen oft das, was die anderen haben, nur um sich selber zu bestätigen. Der Literaturwissenschaftler Girard nennt das hypermimetische Charaktere. Insofern ist ihre Belegung nicht so ganz abwegig. Sag ich doch. Geht immer nur um Sex. Vielen Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Du bist in der Soko, Dina aber auch. Denning will eine erfahrene Forensikerin. Okay. Kein Problem, wir sind ja beide erwachsen, oder? Von ihr weiß ich's. Bei dir bin ich mir nicht so sicher. Jahren angefangen. Drei junge Frauen sind verschwunden, mit Abstand von einem halben Jahr. Sie sind jeweils eine Woche später gefunden worden. Die Opfer sind alle auf die gleiche brutale Art und Weise getötet worden. Sie selbst, ihre Habseligkeiten und was sonst noch am Leichenfundort rumlag, hat der Täter in Form von Kreuzen angeordnet. Außerdem hat der Täter weder eine Tatwaffe noch sonst irgendwelche brauchbaren Spuren am Tatort hinterlassen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist der Täter damals gefasst worden und hat gestanden. Bei Fällen, die so viel Aufmerksamkeit erregen, taucht immer irgendjemand auf, der die Tat gesteht. Aber wenn es derselbe Täter ist, wieso dann die lange Pause? Ich habe versucht aufzuhören. Ja, glauben Sie vielleicht, mir macht das Spaß? Meint ihr, das ist leicht? Ich muss das machen. Kapiert ihr das nicht? Wie ein Alkoholiker seinen Klapperschluck braucht. Oder ein Junkie den nächsten Schuss. Und habt ihr eine Ahnung, wie es mir geht, wenn es vorbei ist?
Warum ausgerechnet Kreuze? Christliches Symbol. Zeichen der Vergebung. Botschaft angekommen? Ich verachte mich für das, was ich da mache. Ich will aufhören. Und ich habe Angst, dass ich erwischt werde, weil ich weiß, was im Knast mit Leuten wie mir passiert. Und da kommt einer und gesteht meine Taten. Und bevor die Bullen das genau untersuchen können, hängt er sich auf. Nimmt alle Schuld auf sich und gibt den Löffel ab. Man kommt das hier irgendjemand bekannt vor? Der große Schuldabnehmer am Kreuz? Für mich ist das ein Zeichen. Ich weiß, wenn ich jetzt aufhöre, dann brauche ich keine Angst mehr zu haben. Also versuche ich's. Ein, zwei Jahre geht's gut. Vielleicht mache ich auch das, womit ich mal angefangen habe. Töte ein paar Tiere, um den schlimmsten Druck loszuwerden. Aber das ist eben nicht dasselbe. Irgendwann geht's einfach nicht mehr. Und jetzt habe ich eine Menge nachzuholen. Und was ist, wenn es damals doch Bongard war und wir es mit dem Trittbrettfahrer zu tun haben? Die Details im Fall Bongard sind nur einem ganz kleinen Personenkreis bekannt. Sie sind nie an die Presse gelangt, weil Bongard nie vor Gericht gestellt wurde. Die neuen Fälle, mit denen wir es zu tun haben, entsprechen in jedem Detail dem Tatmuster im Fall Bongard, außer dass es sich diesmal um Prostituierte handelt und dass die Abstände zwischen den Taten wesentlich geringer sind. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass er sehr schnell wieder zuschlägt. Beobachte meine Opfer und wähle mir sorgfältig eines aus. Nicht, weil ich meine Tat planen muss, sondern weil die Fantasien, die ich dabei habe, fast genauso aufregend sind wie die Tat selber. Aber das ist eben auch meine Schwachstelle. Denn wenn ich meine Opfer beobachte, dann kann ich selber beobachtet werden. Warum jetzt Prostituierte? Die kann ich beobachten, ohne aufzufallen. Und ich sie hinabschaue. Wenn ich die von der Straße schaffe, muss ich mich nicht ganz so schuldig fühlen. Oh, nee, ich begreife das nicht. Warum reden Sie über diese Drecksau, als wäre er hier das Opfer? Weil Sie auf dem Holzweg sind, wenn Sie glauben, dass Sie ein gefährliches Monster jagen. Ich bin das Gegenteil von einem Monster. Ich bin schüchtern. Hab Angst vor Frauen. Deshalb gehe ich auch zu Nutten. Weil ich mir einbilde, dass ich da alles unter Kontrolle habe. Und ich will alles kontrollieren, alles, sogar Ihren Atem. Sie suchen einen bestialischen Schlechter, da werden Sie mich im entscheidenden Moment übersehen. Ich bin unauffällig. Bin einer, der alten Damen über die Straße hilft und die Nachbarn freundlich grüßt. Ein Langweiler. Farblos. Unzufrieden mit meinem Beruf und mit meinem Leben. Hört sich an wie dein Mann. Sehr hilfreich, Mike. Und ich brauche viel Zeit für mich. Also bin ich entweder ledig, habe einen Beruf mit viel Freizeit oder einen, bei dem ich viel unterwegs bin. Das kann ja alles sein, aber das sind alles nur Spekulationen, die uns nicht weiterbringen. Was ist denn, wenn wir es hier mit einer Freiheit zu tun haben, der sauer auf Noten ist und sich rächen will? Oder jemand, der sich in der SM-Szene bewegt hat und mal was Echtes erleben will? Sollen wir diese Möglichkeit ausschließen? Wir werden überhaupt nichts ausschließen. Wir werden wie üblich Fakten sammeln und auswerten. Wir werden aber auch nicht einfach vergessen, was die meisten Serientäter sind. Nämlich Menschen, die man übersieht. Das ist der Grund, warum viele von ihnen so lange damit durchkommen. Wieso machst du das? Erst willst du, dass ich dich in die Soko reinbringe und dann schießt du nur quer. Ich weiß, der Typ ist ein Guru, aber für mich ist er ein Spinner. Was ist denn, wenn sich irgendein Drecksack in den Polizeicomputer eingehackt hat, jetzt Nutten umbringt und alles so aussehen lässt, als wäre Bongard auferstanden? Dann jagen wir ein Phantom.
Kriege ich jetzt meinen Einlauf? Ich wollte, Sie hätten mich angerufen und nicht Denning. Was hätten Sie mir denn gesagt? Dass wir Fakten brauchen und keine Fantasien? Denning ist erledigt. Was soll das heißen? Es war nicht seine Entscheidung, nur noch zu unterrichten. Man hat es ihm nahegelegt. Wieso? Weil er nach dem Fall Bungert den Überblick verloren hat, wollte sich nicht mehr festlegen, hat sich in Details verstrickt und hatte Angst, Fehler zu machen. Aber er hat keinen Fehler gemacht. Der Täter ist immer noch da draußen und mordet lustig weiter. Das reden Sie und Denning sich gegenseitig ein. Wenn die Polizeiführung Denning wirklich nichts mehr zutraut, warum hat man ihm dann die Leitung der Soko übertragen? Ich war dagegen, das können Sie mir glauben. Aber das ist eben Politik. Die Presse liebt Denning, Deutschlands erster großer Profiler. Wenn es versaut, dann wird man ihm nahelegen, sich pensionieren zu lassen. Und wenn er den Fall knackt, dann wird man oben die Lorbeeren einstreichen. Und was spiele ich dabei für eine Rolle? Wenn Denning fällt, fallen Sie mit. Und zwar tiefer, als Sie sich vorstellen können. Also bitte, sorgen Sie dafür, dass das nicht passiert. Inzwischen hat sich in der Szene rumgesprochen, dass es jemanden gibt, der es auf Prostituierte abgesehen hat. Wir haben die Frauen gewarnt, aber einen großen Unterschied wird das nicht machen. Arbeiten gehen die trotzdem. In St. Pauli ist alles mit Kameras gepflastert, da taucht er garantiert nicht auf. Vielleicht sucht er seine Opfer jetzt woanders oder er macht erstmal eine Pause. Nee. Meine ersten Opfer habe ich mir mühselig ausgesucht, habe sie verfolgt. Habe nach einer Gelegenheit gesucht, sie zu überfallen, sie in meinen Wagen zu kriegen. Es war spannend, aber es war riskant und umständlich. Und jetzt habe ich eine neue Masche. Ich suche mir Mädchen, die auf der Straße stehen und nur darauf warten, dass sie in meinen Wagen steigen können. Ja, das ist eher wie Einkaufen im Supermarkt, wenn man Hunger hat. Ja, man kauft immer zu schnell und zu viel. Und ich habe Hunger. Verlasst euch drauf. Wir haben ja auch Kameras auf dem Straßenstrich. Seit wann? Seit dem ersten Mord. Na, das ist ja schön, dass ich das auch mal erfahre. Wenn man sich die Bilder der Opfer ansieht, dann hat er ein ziemlich eindeutiges Beuteschema. Warum schleusen wir nicht eine passende Beamtin ein, undercover? Die könnte das Vertrauen der Mädchen gewinnen und Informationen sammeln. Kommt nicht in Frage, ist zu gefährlich. Die Kameras bringen da auch nicht viel. Die Lichtverhältnisse sind katastrophal und wenn der Täter im Wagen bleibt, dann... Ich könnte das selber übernehmen, selbst wenn er nicht bei mir anhält. Ich bin auf Augenhöhe, ich sehe viel mehr als die Kameras. Hanna, mir ist völlig klar, dass du gerne zeigen willst, was du drauf hast. Aber du hast es gehört, die Antwort ist nein. Hallo. Hallo. Alles in Ordnung? Ist nur die Schule. Ist irgendwas vorgefallen? Mordfall. Seit wann interessierst du dich für meine Arbeit? Du sagst doch immer, ich soll das Blut draußen vor der Tür abwischen und ja nichts davon mit reinbringen. Weil ich den Eindruck habe, dass dieser Fall besonders wichtig für dich ist. Auch wenn ich noch nicht ganz verstanden habe, warum. Es wird so viel über Serientäter geschrieben und gesprochen. Und eigentlich sind sie ganz selten. Und Denning bei der Arbeit zuzusehen ist. Was ist so besonders an ihm? Er versetzt sich komplett in den Täter hinein. Er versucht nicht zu urteilen, sondern zu verstehen. Er sieht den Täter als Opfer seines Triebs. Das heißt, er handelt nicht, er wird getrieben von irgendwas, was er nicht kontrollieren kann. Was soll das hier werden? Polizeischutz? Hast du gehört, was los ist?
Klar. Dann sei bitte vorsichtig, ja? Und wenn Kollegen von mir vorbeikommen, dann ist es nicht unbedingt nötig, von mir zu erzählen. Haben wir uns ja verstanden? Und was hab ich davon? Ist was? Nee. Die muss ich hier irgendwo liegen gelassen haben. Wozu brauchst du mitten in der Nacht deine Brille? Ich habe keine Lust, sie erst morgen früh zu suchen. Ach, da ist sie ja. Ich gehe wieder ins Bett. Mhm. Schlaf gut. Gute Nacht.
Morgen. Morgen. Willst du auch Toast? Nee, ich nehme nur einen Kaffee, danke. Kannst du das bitte lassen? Was denn? Wo warst du letzte Nacht? Es tut mir leid. Ich habe nicht gedacht, dass du das mitkriegst. Eine Antwort ist das nicht, oder? Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Mir ist so viel im Kopf rumgegangen und dann bin ich nochmal raus. Midlife Crisis. Ich habe immer gedacht, das kriegen nur die anderen. Aber wie es scheint, hat es mich voll erwischt. Haben wir ein Problem? Nein. Ich liebe dich. Wir haben kein Problem. Ich habe ein Problem. Was ist denn los? Ich bin jetzt seit über ein Jahr mit Dina auseinander. Und vorher ist da auch schon nicht mehr viel gelaufen. Wieso erzählst du mir das? Weil ich dir klar machen möchte, dass ich Bedürfnisse habe. Du gehst zur Noten? Ja. Sag mal, bist du irre? Du weißt doch, dass Kontakte ins Milieu dich deinen Job kosten können. Eben. Könnte sein, dass bei unseren Ermittlungen was in der Art auftaucht. Ich möchte dich nur bitten, das nicht an die große Glocke zu hängen. Schönen Dank, dass du mir das sagst, nachdem ich mich aus dem Fenster gelehnt habe, um dich in die Soko zu holen. Warte. Da ist was anderes. Ich bin da gestern hingegangen. Trotz Überwachung? Du spinnst doch. Ich bin Polizist, ich bin Teil der Überwachung. Und ich war da nicht allein. Hanna war da. Hotpants, Stiefel. Ohne Rückendeckung? Und noch hier. Unser Herr Denning. Ja, wahrscheinlich wollte er sich ein Bild von der Situation machen. Nee, ich würde sagen, er wollte nicht gesehen werden. Er hat sich ziemlich geschickt aus dem Bereich unserer Kameras rausgehalten. Ja, du etwa nicht? Aber ich habe was zu verbergen. Was an ihr zu verbergen. Hat der Hanna gesehen? Glaube ich nicht. Okay, ich rede mit ihr. Und wenn sie nicht auf mich hört, dann gehe ich zu ihrem Vater. Und was ist mit Denning? Ich traue dem nicht. Mach dich nicht lächerlich, Mike. Unser Täter hat wieder nicht die geringste Spur hinterlassen, also auch nicht im Mikrobereich. Das kann ja sein, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der von seinem Trieb kontrolliert wird. Aber die Art, wie er vorgeht, erfordert eine umfangreiche Planung und große Kenntnisse der Forensik. Willst du damit andeuten, dass wir es hier mit einem Insider zu tun haben? Sowas lernen die Leute heute im Internet oder im Fernsehen. Es gibt an den Tatorten und an den Opfern nicht einmal feinste Speichelspuren, wie sie beim normalen Atmen abgesondert werden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er eine Schutzmaske getragen hat. Wo ist Nana? Spuren von Polyethylen. Noch nicht da. Sie hat gestern gesagt, sie wird noch lange arbeiten. Ich versuche sie zu erreichen. Aber wahrscheinlich ist, dass er die Auffindung von Körperspuren verhindern wollte, was wieder für eine sehr genaue Planung spricht. Der Gerichtsmediziner hat wieder eine große Anzahl von Petechien im Bereich der Augen und des Mundes festgestellt, aber keine Würgemale, außerdem Reste von Klebeband am Hals. Das spricht dafür, dass er dem Opfer eine Plastiktüte über den Kopf gezogen hat und es mit Klebeband abgedichtet hat, bis das Opfer fast erstickt ist. Also wenn der Typ so gestört ist, wie Sie uns immer erzählen wollen, wieso ist er dann in der Lage, sich quasi unsichtbar zu machen? Tja, das ist Ihr Problem, Herr Böckler. Selbstüberschätzung. Sie glauben, ich bin unsichtbar, bloß weil Sie mich nicht sehen? Aber vielleicht gibt es noch was anderes, was Sie nicht sehen. Ja, irgendeinen brauchbaren Ansatz, der von Ihnen kommt. Hier, fällt irgendjemand was auf? Ich gebe mal einen Tipp, 8%. Scheiße. Wasser. Er transportiert seine Opfer auf dem Wasser. Hamburg besteht zu 8% aus Wasserstraßen. Und die führen in alle Richtungen. Und alle alten Industrieanlagen haben Zugang zum Wasser. Keine Blitzanlagen, keine Überwachungskameras, keine neugierigen Passanten. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören. Ich würde gern mit Ihnen reden. Über was? Wollen Sie wissen, ob König Lear scharf auf seine Töchter war und Cordelia verstoßen hat, weil sie sich ihm als Einzige verweigert hat? Die Antwort ist nein. Aber Sie können gerne im Internet nachsehen, wenn Sie mir nicht glauben.
Wo sind Ihre Freundinnen? Hinter einem Bücherregal versteckt? Oder haben Sie Ihr Telefon eingeschaltet, damit Sie alles mithören können? Nein, ich wollte nur... Was? Mir zeigen, was für ein armseliger Clown ich als Lehrer bin? Ich sag dir was. In 5 Jahren, wenn du mit deinem 4er-Abitur froh bist, einen Job in einem Burgershop zu kriegen, dann stelle ich mich vor deinen Tresen und beantworte alle deine Fragen. Was für ein Burger? Welche Soße? Welcher Softdrink? Gern. Und weißt du, wer dann lacht? Ich. Über dich und deine Freundin, die neben dir stehen, mit einem Papierhütchen auf dem Kopf und nach Frittenfett stinken. Ich wollte mich nur entschuldigen. Für gestern. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Das war nur ein Witz. Die anderen haben gesagt, ich würde mich nicht trauen. Tut mir leid. Warte. Entschuldigung. Es tut mir leid, ich hätte dich nicht so anschreien dürfen. Ist schon okay. Was ist denn? Wenn Denning auf dem Straßenstrich war, um sich ein Bild zu machen, warum hat er uns nichts davon erzählt? Ich habe begriffen, dass du Denning nicht leiden kannst, aber wie kommst du auf die Idee, ihn mit den Morden in Verbindung zu bringen? Überleg doch mal. Sie haben ihn abgesägt, weil er nicht wahrhaben wollte, dass Bunga der Täter war. Also was macht er? Kommt wieder her, setzt die Mordserie fort? Wo macht er das? Wo seine alte Schülerin sitzt, die garantiert nicht übersieht, dass die Tatmuster identisch sind. Und plötzlich ist er King auf der Dienststelle. Eben noch auf dem Abstellgleis, jetzt Leiter einer Soko. Du spinnst echt. Du hast gesagt, wir werden weiter Fakten ermitteln, also werde ich ihn überprüfen. Alibi, Kontakte, das ganze Programm. Hat Hanna sich gemeldet? Nein, nur die Mailbox. Okay, sie ist jetzt 4 Stunden überfällig. Ich rede mit Liebert. Also, was gibt? Es gibt Hinweise darauf, dass Ihre Tochter heute Nacht undercover auf dem Straßenstrich in der Grossmannstraße unterwegs war. Hast du sie dahin geschickt? War das deine Idee? Nein! Sie hat selber vorgeschlagen, aber ich habe sie ausdrücklich verboten. Ja, sie ist jedenfalls heute nicht zum Dienst erschienen und ist auch nicht erreichbar. Wir haben eine Streife zu ihr nach Hause geschickt, aber da ist sie nicht und ans Handy geht sie auch nicht. Wir werten inzwischen die Videos der Überwachungskameras in der Grossmannstraße aus. Heute Nacht ist auf St. Pauli ein Wagen gestohlen worden. Wir haben ihn gerade gefunden. Am anderen Ende der Stadt, in der Nähe der Grossmannstraße, völlig ausgebrannt. Die Kollegen versuchen noch irgendwelche Spuren zu finden, aber die Chancen sind nicht besonders. Was ist mit den Überwachungsvideos? Da sind wir dran, aber das ist eine Menge Holz. Ich helfe euch mal. Auch wenn du sie verboten hast, du bist schuld. Du und deine Groupies. Natürlich wollte sie dich beeindrucken. Das kann gut sein, dass sie wen beeindrucken wollte. Aber ganz sicher nicht mich. Das ist er. Jetzt fährt er vorbei. Und jetzt setzt er zurück. Wenn er gewendet hätte, dann hätten wir sein Gesicht gesehen. Er hat genau gewusst, wo wir die Kameras angebracht haben. Das kann auch Zufall sein. Na ja, klar. Die Kameras sind nicht getan, man kann sie genau sehen. Es reicht also, wenn er die Strecke am Tag schon mal abgelaufen ist. Gut, dann sollten wir uns die Tagaufnahme ansehen. Jetzt warte. Da kommt's. Bitte, Anna, tu das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum macht sie das? Sie ist doch eine erfahrene Beamtin. Ja, vielleicht hat sie den Mann im Wagen gekannt. Kannst du mal aufhören damit? Kannst du mal bitte die Augen aufmachen? Und das ist definitiv der Wagen, der ausgebrannt ist? Ja.
haben alle Mädchen befragt, die gestern Nacht in der Grossmannstraße gearbeitet haben. Keiner hat auf den Wagen geachtet. Verbindung zum Wasser? Ja. Hinter der Straße verläuft ein Kanal, der führt direkt in die Bille. Von da aus kann man problemlos kilometerweit fahren, ohne eine Schleuse. Die Kollegen haben Hanna gefunden. Den Kerl. Wenn die Kollegen vor 3 Jahren auf mich gehört hätten und weiter nach dem Täter gesucht hätten, dann wäre er vielleicht jetzt nicht mehr da. Sorg einfach dafür, dass es aufhört. Sie, dass sie so klein war. Ich habe sie sogar mal auf dem Arm gehalten. Sie war leicht wie eine Feder. Er hat sie nicht festgehalten wie sonst. Hat sie sofort beseitigt. Warum? Das ist eine Botschaft. Für uns. Der Täter hat den Wagen in St. Pauli geklaut. Der Kiez wird flächendeckend überwacht. Ich fahre ins Präsidium und schaue mir die Aufnahmen der Überwachungskameras an. Spur von Denning auf den Tapes. Natürlich nicht. Wir suchen ja auch den Mann, der keine Spuren hinterlässt. Was ist denn los? Alles in Ordnung? Mein Hanna ist tot. Gar nichts ist in Ordnung.
passiert? Kannst du dich an meine Kollegin Hanna erinnern? Schmalblond, Tochter von Kriminaloberrat Liebert? Nein. Wieso? Du hast sie auf meiner Geburtstagsparty kennengelernt letztes Jahr. Ihr habt euch eine Weile unterhalten. Sie hat gesagt, du wärst nett. Ach, die. Ja, was ist mit der? Sie ist tot. Was? Das ist erschrecklich. Wie ist das passiert? Ein Undercover-Einsatz. Kann ich was für dich tun? Sie wieder lebendig machen, oder was? Ich muss ins Bett. Ich muss früher raus. Guten Morgen. Guten Morgen. Tut mir leid wegen gestern Abend. Ich wollte nicht so unfreundlich sein. Schon gut. Deine Kollegin ist gerade gestorben. Unser Mann versteckt seine Opfer in leerstehenden Industrieanlagen. Die muss er sich vorher aussuchen. Ich will, dass sie sich jedes Objekt vornehmen, das in Frage kommt. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Wo ist Frau Böckler? Wenn wir irgendeinen Hinweis bekommen, brauchen wir sofort das forensische Team. Ich habe die noch heute nicht gesehen. Wahrscheinlich in einem der Labors. Sie ist auf jeden Fall da. Ich habe ihren Wagen auf dem Parkplatz gesehen. Ja, Kari Meister. Wir vermissen die Kollegin Böckler. Können Sie mir sagen, ob sie heute schon eingecheckt hat? Ah ja, danke. Also laut Computer ist sie seit einer halben Stunde da. Okay, wahrscheinlich ist sie direkt ins Labor gegangen, da ist kein Handyempfang. Ja. Gehen wir los? Ja. Aber Mike, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen unpassend, aber ich habe einen Arzttermin. Den habe ich schon vor Wochen gemacht. Da konnte ich ja nicht ahnen, was bei uns los ist. Okay, kein Problem, gehe ich erstmal allein los. Ja, danke. Wunderbar.
Was ist mit deinem Mann? Hast du Angst, dass er fremd geht? Ich habe Angst, dass er der Mörder ist, nach dem wir suchen. Entschuldigung, aber das ist absurd. Ich weiß, Denning hat gesagt, wir sollen uns die Täter harmlos und langweilig vorstellen, aber komm, das ist Paul. Er war auf der Überwachungskamera in der Nacht, als der Wagen gestohlen wurde. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Hast du mir nachspioniert? Karin, du bist eine sehr gute Polizistin, ja? Du bist eine ganz lausige Lügnerin. Warum hast du nichts gesagt? Ja, mein Gott, komm. Der Mann war auf dem Strich. Wenn nur unverheiratete Männer zu Nutten gehen würden, dann wären die Mädels arbeitslos. Mike, ich habe auf seinem Computer jede Menge Gewaltbilder gefunden. Snuff-Fotos, Tatortbilder. Und das Problem ist nicht, dass er solche Bilder hat, sondern dass du an seinem Computer warst. Wir haben doch alle unsere kleinen Geheimnisse. Er hat ein Boot. Er hat die Informationen über den Fall aus meinem Computer geholt. Er hat Informationen über Forensik im Netz gesammelt. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Wenn du wirklich glaubst, dass da was dran ist, dann frag ihn. Ich soll meinen Mann fragen, ob er ein Seelenmörder ist. Ja. Okay. Wir sind gleich da. Wir müssen zurück. Wie es aussieht, ist Dina verschwunden. Wo ist sie? Was hast du mit ihr gemacht, du Arschloch? Hey, hey, hey. Mike, hör auf damit! Ich rede hier über die Mutter meiner Kinder! Wo ist sie? Aber sind Sie verrückt geworden? Woher soll ich das wissen? Ich hab dich gesehen. In der Nacht, als Hannah verschwunden ist, auf dem Straßenstrich. Was hast du da gemacht? Das würde mich auch interessieren. Hör zu. Du hast sie gesehen? Du Nein. warst da und hast sie zugelassen? Nein, ich hab sie nicht gesehen. Sie hat den Einsatz nicht für mich gemacht, sondern für dich, um endlich aus deinem Schatten rauszukommen. Also hör gefälligst auf, mir das anzuhängen. Ich versuche, den Mann zu fassen, der das getan hat. Was ist mit Dina? Die Kollegen von der Spurensicherung haben Blut in ihrem Wagen gefunden. Ja. Typische Abwehrspuren. Es sieht so aus, als hätte er sie vom Rücksitz aus angegriffen. Er hat sie hier auf dem Gelände entführt? Ja, oder er hat den Wagen hierher gestellt, um uns in die Irre zu führen. Und dann hat er mit ihrer Chipkarte sich beim Pförtner eingeschickt, damit wir glauben, sie ist auf dem Gelände. Ja, aber dann hätte Mike recht, dann ist es ein Insider. Ja, der ist hier reinspaziert, um uns zu zeigen, dass er unangreifbar ist. Gott, wir müssen sofort die Überwachungskameras im Eingang. Nein, nein, das machen wir. Sie müssen erst mal wieder einen klaren Kopf kriegen. Sehen Sie mich jetzt bitte nicht vom Fall ab. Nein, nein, aber ich denke, es ist besser. Sie gehen erst mal nach Hause und kümmern sich um Ihre Kinder. Und? Nichts. Keine Spuren in Dinas Wagen, die uns irgendwie weiterbringen.
Was ist denn mit der Videoüberwachung? Der muss dann mit ihrem Wagen auf den Parkplatz gefahren sein und ist dann mit ihrer Chipkarte irgendwie ins Gebäude gekommen. Das Problem ist, dass es im Präsidium hunderte von Mitarbeitern gibt. Keiner kennt alle persönlich und im Moment ist gerade Hochbetrieb. Das ist ein ständiges Rein und Raus. Was ist denn mit Paul? Wie sicher bist du dir? Oh, Mike, wenn ich mir sicher wäre, sei er längst bei uns im Präsidium. Hast du schon versucht, was aus ihm rauszukriegen? Wie denn? Wie soll ich denn das machen? Hallo, Paul? Hast du meine Kollegin umgebracht? Bist du der Killer, den wir suchen, oder was? Ich bin mir sicher, dass du dir das alles nur einbildest. Er verheimlicht mir irgendwas, das merke ich doch. Er passt auf das Profil, das Denning entworfen hat. Er hat genügend Zeit, er hat ein Boot. Ich kann das nicht einfach ausblenden. Gut. Ich sag dir, was wir jetzt machen. Ich bringe jetzt die Kinder zu meiner Mutter. Und dann treffen wir uns in einer Stunde und dann sehen wir uns Pauls Boot an. Du kannst in der Zwischenzeit im Präsidium Arbeitsmaterial besorgen, Schwarzsichtlampe, Luminol und so weiter, ja. Okay, dann kann ich auch gleich mit Denning sprechen. Nein, nein. Wenn du jetzt Denning von deinem Verdacht erzählst, dann wird er Paul sofort in Haft nehmen. Dann kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, selbst wenn Paul überhaupt nichts gemacht hat. Und was ist, wenn Paul der Täter ist und mauert? Dann finden wir das Versteck nie und Dina auch nicht. Oder erst, wenn es zu spät ist. Okay. Dass du das über meine Kinder wegnimmst? Oh. Weißt du, was gut ist? Bei dir und Hannah muss ich mir keine Sorgen machen, Spuren zu hinterlassen. Dann machst du schon mal rechts. Tote Hose hier. Dann kann man eine ganze Kompanie Geiseln auf dem Schiff bringen, ohne dass jemand sieht. Thank you.
Reiß dich jetzt bitte zusammen. Ich kann das hier nicht alleine machen. Überschwemmen mich wie eine Flut. Ich stemme mich dagegen, spüre, wie meine Füße sich in den weichen Boden graben. Dann verliere ich den Halt, werde weggespült. Hilflos. Ich will diese Dinge nicht tun. Ich wehre mich dagegen, verachte mich für das, was ich tun werde. Aber das wird nichts ändern. Ich muss die Fassade aufrechterhalten. Niemand darf sehen, was ich fühle. Wenn ich mich konzentriere, kann ich spüren, was ich wirklich bin. Eine leere Hülle, angefüllt mit einem Sprengstoff, der alles um mich herum vernichten wird. Am Ende auch mich. Ich rufe Denning an. Kai, warte! Was ist, wenn Sie Paul verhaften und Janis nicht verrät, wo er Dina versteckt hat? Lass uns erst mal versuchen, mit dir mal einzusprechen. Das ist zwar nicht offiziell, aber wir können ihm alles Mögliche versprechen. Sogar, dass wir ihn laufen lassen, wenn er uns verrät, wo Dina ist. Und wenn du jetzt Denning einschaltest, dann sind wir raus. Wir sind raus aus dem Fall. Dann bekommst du keine Chance, nochmal mit Paul zu sprechen. Willst du gar nicht wissen, warum er das getan hat? Was soll man denn sonst machen? Ahnt er, dass du einen Verdacht gegen ihn hast? Nein, ich glaube nicht. Gut, fühlt er sich vielleicht sicher. Wir müssen ihn beschatten. Und wenn wir Glück haben, dann führt er uns zu seinem Versteck. Weißt du, wann er morgen aus der Schule kommt? Das kann ich rauskriegen. Gut, wir warten auf ihn und folgen ihm dann unauffällig. Ich besorge einen Tracker, den wir an seinen Wagen anbringen können, damit wir ihn auf keinen Fall verlieren. Ich kann doch jetzt nicht einfach zu ihm nach Hause gehen. Du musst. Und lass dir nichts anmerken. Ich will nicht, dass du der Nächste bist, die vermisst wird. Du behältst deine Waffe bei dir und du rufst mich sofort an, wenn er das Haus verlassen will. Nimm mich da. Los! Oh. Oh. Sag mal. Oh. Was ist denn los mit dir?
Was machst du denn hier? Du hast im Schlaf geschrien. Hast du einen Albtraum gehabt? Was ist denn los? Dina ist weg. Dieser Dreckskerl hat sie entführt, aber keine Angst. Er wird sie nicht auch noch umbringen. Vorher kriegen wir ihn. Es tut mir leid. Ich bin einfach völlig fertig. Kann ich was tun? Geh mal ins Bett. Ich gehe auch gleich schlafen. Bist du sicher, dass Paul erst um 2 geht? Ja, und selbst wenn nicht, ich habe sein Auto von hier aus im Blick. Okay, gut, ich muss noch mal für eine Stunde weg. Ich habe noch ein paar Sachen für die Kinder zu regeln. Mike, wir müssen den Kollegen Bescheid sagen, dass wir nicht kommen. Die denken sonst, wir sind auch noch entführt worden. Habe ich schon gemacht. Okay. Und? Nichts. Wo sind Karin Meister und Mike Böckler? Die habe ich seit gestern nicht gesehen. Die folgen angeblich einer heißen Spur. Was für eine Spur? Kann ich dir nicht sagen. Kannst du nicht oder willst du nicht? Mach jetzt bitte nicht noch mehr Druck. Lass uns einfach unsere Arbeit machen. Überwachung? Nein, wieso? Weil ich hier bin, um dich festzunehmen. Und ich glaube, du hast keine Lust, dass deine Schüler sich das heute Abend im Internet angucken. Aber das ist doch Quatsch. Das kann doch nur ein Missverständnis sein. Weiß Karin davon? Jetzt halt doch mal die Klappe. Ich kann ein paar Kollegen anfordern und dich offiziell hier rausführen lassen. Soll das alles? Wir wissen, dass du auf dem Straßenstrich warst in der Nacht, als der Wagen vom Täter gefunden wurde. Du hast dich im Internet darüber informiert, wie man Spuren beseitigt. Und wir haben deine Notizbücher auf deinem Schiff gefunden. Das allein ist ja fast schon ein Geständnis. Ihr haltet mich für den Täter? Oh Gott. Hör mal, das ist alles ein Riesenmissverständnis. Ich hab Scheiße gebaut, aber nicht auf die Art, wie ihr denkt. Ich habe eine von meinen Kurzgeschichten an einen Verlag geschickt und die waren interessiert. Also habe ich denen erzählt, dass ich einen Krimi schreiben will. Keine Ermittlergeschichte, sondern ein Buch aus der Sicht des Täters, was ihn bewegt, was in ihm vorgeht. So wie die frühen Romane von Simon Beckett. Ich habe da ein bisschen auf den Putz gehauen, habe erzählt, dass ich Zugang zu polizeiinternen Quellen habe. Ich habe versucht, da richtig einzusteigen, zu sehen, was der Täter sieht, zu fühlen, was er fühlt. Was ihr da gelesen habt, das waren Skizzen für mein Buch. Warum hast du das deiner Frau nicht erzählt? Die hätte mir doch nichts mehr erzählt, wenn sie gewusst hätte, dass ich vorhab, das zu veröffentlichen. Und ich war heimlich an ihren Unterlagen. Außerdem wusste ich doch gar nicht, ob da am Ende was bei rauskommt. Sag mal, wo fahren wir überhaupt hin? Das ist doch nicht der Weg zum Präsidium.
verstehe ich nicht. Haben Sie versucht, ihn auf seinem Handy zu erreichen? Nein, ich kann Ihnen da gerade gar nicht helfen. Ich bin auf der Arbeit. Ja, mache ich. Ja? Mike? Paul ist verschwunden. Die Schule hat mich gerade angerufen. Er ist nicht zu seiner 11-Uhr-Stunde gekommen. Sie können ihn nicht finden. Wie, jetzt bist du eingeschlafen und hast ihn verpasst? Nein, sein Auto ist ja noch da. Er muss was gemerkt haben. Er ist zu Fuß weg. Ich bin sofort da. Ja. Er muss geahnt haben, dass man ihn überwacht, sonst hätte er den Wagen nicht stehen lassen. Wir müssen Denning anrufen. Wir müssen gar nichts. Wenn Denning rauskriegt, dass wir das alleine durchgezogen haben, dann waren wir mal bei der Polizei. Wir müssen das irgendwie in Ordnung kriegen. Wie denn? Wir haben uns sein Boot angesehen, aber nicht sein Auto. Er muss doch mal irgendeinen Fehler gemacht haben. Der kann doch nicht so perfekt sein. Deine letzten Ziele sind alle in der Innenstadt. Ich hab was. Was ist das? Sieht aus wie ein Rest von einer Ampulle. Das ist das Logo von Ankla Pharma. Sag mal, sind wir völlig bescheuert? Wir haben immer nur nach verlassenen Industrieanlagen gesucht. Ankla Pharma ist nicht verlassen, die sind nur stillgelegt wegen Insolvenz. Okay, lass uns fahren. Ohne Verstärkung? Komm, Verstärkung. Willst du hier stundenlang rumdiskutieren, nur auf ein Rollkommando warten, was ihn aufscheucht? Nein. Gut, lass uns fahren. Du solltest dir das nicht ansehen. Ich sehe es ohnehin die ganze Zeit. Selbst wenn ich die Augen zu habe. Du weißt, wie das läuft. Wenn man sie nicht gleich kriegt, kann es ewig dauern. Diesmal nicht. Herr Denning, ein Anruf für Sie. Scheint dringend zu sein. Er ist hier. Du hoch, ich runter. Okay. Nein, nein. Ich weiß, Paul ist dein Mann, aber wenn er Dina oder dich bedroht, gib ihm keine Chance. Er hat Hanna keine Chance gegeben und er wird dir und Dina auch keine geben. Schiebst du den Fuß zu mir rüber? Los! Auf die Knie! Mike! Ich kann nicht, ich muss ihr helfen, sonst verblutet sie! Mike! Warum hast du denn nicht geschossen? Hätte alles so einfach gemacht. Gib mir deine Waffe. Ganz vorsichtig. Und jetzt geh rüber. Geh rüber! Dina muss ins Krankenhaus, sie verblutet sonst! Du auch. Rüber! Runter! Beide!
Warum machst du das? Und wie hängst du damit drin? Ich begreif das nicht! Dein Mann hat versucht, sein jämmerliches Lehrerdasein zu beenden und endlich seinen Jahrhundertroman zu schreiben. Hat deine Unterlagen gelesen und sich selber vorgespielt, dass er zu animalischen Gefühlen fähig ist. Du hast dich so an deinen Guru und deine Karriere verbissen, dass du es nicht mal bemerkt hast. Das Dreckstück da versucht mir meine Kinder wegzunehmen. Du hast 3 Frauen umgebracht, um den Mord an deiner Frau zu verdecken? Ich wusste, dass du dich mit Denning auf diesen Mordfall von früher stürzen würdest. Eigentlich sollte Lina schon die dritte sein. Dann kam Hannah mit ihrem bescheuerten Undercover-Einsatz. Dann hast du mitbekommen, dass ich Paul verdächtige und hast gedacht, es wäre eine super Idee, uns aufeinander loszulassen, ja? Hätte fast funktioniert. Und das Blut und die Fotos, die wir auf Pauls Boot gefunden haben? Die habe ich letzte Nacht da deponiert, als du die Sachen aus dem Labor geholt hast. Und jetzt? Jetzt wird er dich mit meiner Dienstwaffe erschießen, mir das Messer mit deinen Fingerabdrücken drauf in den Bauch rammen und mir die Pistole in die Hand drücken und dann wird er Verstärkung rufen und behaupten, er hätte uns so gefunden. Es wird aussehen, als hätte ich dich erstochen und du hättest mich mit letzter Kraft erschossen. Und auf meinem Boot finden sie den Beweis. Ja. Und der Fall, der geht als abgeschlossen zu den Akten und du gehst als Serienmörder in die Kriminalgeschichte ein, wirst du allerdings auf diese Art noch berühmt. Das hast du dir schön ausgedacht, Mike. Ja. Während du und Denning so einen verrückten Ritualmörder gesucht habt. Ich muss echt manchmal aufpassen, dass ich mir nicht vor Lachen in die Hose mache. Während er so getan hat, als wüsste er alles über den Täter. Der hatte damals keine Ahnung, heute auch nicht. Es tut mir leid. Es ist rührend. Aber ich denke, wir bringen das jetzt mal zu Ende. Warte, Mike. Ich glaube nicht, dass Denning sich geirrt hat. Er hat den Täter als einen zutiefst verunsicherten, verstörten Menschen beschrieben, der morden muss, um sich das Gefühl zu geben, Kontrolle über sein Leben zu haben. Mache ich auf dich einen verstörten Eindruck? Du hast 3 Menschen umgebracht, die dir nie das Geringste getan haben. Und jetzt willst du noch mal 3 umbringen. Für was? Um die Kontrolle über deine Kinder zu bekommen? Hältst du das für ein Zeichen von geistiger Gesundheit? Denning hat mal was ganz Wichtiges in einer seiner Vorlesungen gesagt. Er hat gesagt, selbst wenn der Täter keinen einzigen Fehler macht und es so gut wie keine Aussicht gibt, ihn zu fassen, kann man Glück haben, dass er am Ende doch den einen Fehler macht, sich für unverletzlich zu halten. Was willst du damit? Du hast alles so genau vorbereitet, Mike, dass du dir gar kein anderes Szenario vorstellen kannst. Ja, aber was denn für ein Szenario? Stell dir vor, Denning hätte mich erwischt, als ich das Labormaterial geholt habe. Ich hätte mit ihm gesprochen, hätte ihm gesagt, dass ich ihm nicht genau sagen kann, was für eine Spur wir haben, aber dass er mir vertrauen soll und dass ich ihn auf dem Laufenden halte. Und stell dir vor, es wäre mir komisch vorgekommen, dass du so ganz ohne Verstärkung hierher wolltest. Also habe ich Denning von unterwegs aus angerufen. Dann ist längst das MEK auf dem Weg hierher. Und während wir miteinander reden, dringen sie ins Gebäude ein und bringen sich vor diesem Raum hier in Position. Das würde auch erklären, warum ich so lange rede. Sie brauchen Zeit, um sich in Stellung zu bringen. Aber natürlich könnte der Grund auch sein, dass ich dich zu einem Geständnis verleiten will, was von diesem kleinen Gerät hier übertragen wird, sodass Denning und Liebert, die draußen in ihrem Auto sitzen, das aufnehmen können. Komm, Karin, was willst du denn damit erreichen? Vielleicht will ich nur Zeit gewinnen. Vielleicht will ich aber auch Paul klarmachen, dass als nächstes hier eine Blendgranate landen wird. Und dass es dann besser wäre, die Augen zu schließen und sich zur Seite zu werfen. Zum Beispiel jetzt! Zugriff! Tja, da hast du damals doch recht gehabt. Und Pommer war wirklich schuldig.
Mike Böckler hat uns die ganze Zeit an der Nase rumgeführt. Wie konntest du das nur glauben, dass ich all diese Frauen umgebracht habe? Ist dir eigentlich klar, wie seltsam du dich benommen hast? Warum hast du nicht einfach gesagt, was du da tust? Ich habe Angst gehabt zu versagen. Ich wollte dir stolz das erste Belegexemplar von meinem Buch auf den Tisch legen, wenn es endlich fertig ist. Schaust du mal bitte? Wenn das hier alles vorbei ist, dann würde ich gerne mal lesen, was du geschrieben hast. Wozu? Ich habe nicht vor, das Buch zu schreiben. Weißt du, was mich am allermeisten erschreckt hat? Als ich zum ersten Mal einen Verdacht gegen dich hatte, da habe ich plötzlich gemerkt, dass ich so gut wie nichts von dir weiß. Nach all den Jahren. Ich habe versucht, den Täter zu begreifen, wie Denning es gemacht hätte. Die Abgründe in mir selber suchen. Da gibt es eine ganze Menge. Ist vielleicht besser, wenn du nicht alles weißt. Ich liebe dich, das weiß ich. Egal, ob du Lehrer bist oder Romanautor. Ihr Boot ist wieder freigegeben. Über das andere reden wir später weiter. Alles Gute. Ich muss das Boot zurückbringen. Fährst du mit? Dein Auto kann sicher ein Kollege mitnehmen. Ja, gerne.